Wir dürfen nicht nur das machen, was wir richtig finden, sondern wir müssen das machen, was Afrika glaubt zu brauchen, mit seinen Regierungen, aber auch mit seiner Zivilgesellschaft. Wir können die Erderwärmung stoppen, wir können den Hunger besiegen, wir können Krankheiten ausrotten, wir können den Menschen, besonders den Mädchen, Zugang zu Bildung verschaffen, wir können die Ursachen von Flucht und Vertreibung bekämpfen. Das alles können wir schaffen.